die Mission aber geschafft haben, oder? Ich meine. Viel mehr muss ich doch jetzt bestimmt nicht mehr machen. Ja, das meinte ich. Jetzt müssen die natürlich hier ewig lange Wege gehen. Guck nochmal auf die Weltkarte. Irgendwo Justice Presence? Nein? Gut. Das heißt, wir haben genug Geld erstmal. So, jetzt wird er verhört. Im Mixer. Ja, Bender. Okay. Interessant. Okay. Noch eine Runde. Und noch eine Runde. Na gut, das müssen wir uns nicht alles angucken, ne? Da ist wieder große Diskussion, da steht noch ein Investigator rum. Und ein Dieb. So, da können wir das Tag entfernen. Ich glaube, der ist verwirrt genug. Alles klar. So, die hätten wir rausgeschickt. Ist ja immer noch am Verhören hier. Okay. Dauert wohl noch ein Weilchen. Noch ein Blick auf die Weltkarte wegen Justice Presence. Alles klar. Und wir haben 15 Notoriety. Okay, das ist unterwegs. Dann warten wir mal ab. Dürfte ja auch bald fertig sein. So, da können wir die Tags entfernen. Ich glaube, die sind auch verwirrt genug. Die kommen erstmal nicht wieder. Also insofern sind die Valets schon echt wertvoll. Weil das produziert halt wirklich überhaupt kein Heat. Wenn ich die Leute einfach so rausgeleite und verwirre. So, Task complete. Jetzt warten wir noch, bis der am Tisch Platz genommen hat und dann dürften wir sie doch alle haben. Hoffe ich mal, dass diese Mission damit abgeschlossen ist. Nehmen Sie Platz. Na. Okay, doch nicht. Nigel Ewing, the CIA agent, has since gone rogue and is now the ruler of all criminal activities on the African continent. He was last seen cruising off down the Nile with a vast shipment of arms and a veritable army of loyal tribesmen. Won't be easy to find. And makes a point of only seeing seriously connected criminals. If you aren't notorious enough, you'll never find him. Ja, was heißt denn notorious enough? Spaßvogel. Wie notorious muss ich denn sein? Das könnte man mir ja mal verraten. Ach man, okay, ja, dann muss ich gucken, dass ich ein bisschen Notoriety produziere. Am besten mit diesen komischen Missionen hier. Wie wär's denn damit? Ja, hier weiß ich leider nicht, wie viel das bringt. Valet, Technician und Guard, jeweils zwei. Worker, Valet und Technician. Okay. Ming, bling, bling. Aber, ja, Moment, in Asien? Ja, in Asien produziere ich im Moment kein Heat. Oh, Moment, ich sehe gerade, da ist Justice Presence, hier auch. Glück gehabt. Okay, dann schicke ich hier mal, so, was brauche ich dafür? Zwei Worker. Schick mal drei. Zwei Valets. Schicke ich mal fünf. Und einen Techniker schicke ich auch mal drei. Ja. Weiß zwar nicht, wie viel mir das bringt, aber... Der gehört da auch nicht hin, die gehören da auch nicht hin. Ach, Leute.
Sind sie denn, was haben die denn für eine Stufe? Pur. Und der ist pathetisch, alles klar. Dürften wir keine allzu großen Probleme mit haben. So, ja, hier ist ja mal richtig was los. Es wird ja super angenommen hier. So, der scheint mir komplett verwirrt zu sein. Sehr gut. Kann ich den Tag auch mal löschen? So, was rennst du hier rum? Ach Leute, schick die doch mal raus hier, das ist doch kacke. Das ist aber nur ein Dieb, der kann hier eh nicht viel machen. So, haben wir doch aber schon einiges an Minions, kann man inzwischen... Ne, 40 ist immer noch das Maximum. Ja, mehr geht nicht. Aber ich sehe, hier rennen einige nur so rum. Ich würde gern hier noch das dritte Control Panel wieder bauen. Okay. Ja, das ist halb so schlimm. Da können sie sich ruhig umgucken. Da ist schon wieder einer reingekommen. Naja, das ist ein bisschen blöd. Im Moment überrennen sie uns ein bisschen. So, gucken wir nochmal. Also, Standard Door, Security Desk, Interrogation Chair, Holding Cell. Kenne ich alles schon, nichts Neues dabei. So, also das größte Problem ist, glaube ich, dass die, wenn die hier reinkommen, diese Zellen sehen und dann fliege ich quasi auf. Das heißt, wenn ich diesen Raum weiter nach hinten verlege, weiter nach innen, dann wäre das halb so schlimm, dann könnten die auch bis hier durchkommen. Wobei, die sind auch jetzt schon wieder komplett verwirrt. Irgendjemand müsste denen einfach nur mal die Tür zeigen. Die Evil Genius an der Tech. Ein Infiltrator. Ach, der versucht mal einen Evil Genius anzugreifen. Interessant. Das war mir auch nicht klar. Okay, dann kann man das wieder löschen hier. Ist hier noch irgendjemand getaggt, der es nicht sein sollte? Ne, passt alles. So, ah, da setzen sich die Ersten hin. Das erste Mal, dass es Sinn macht, dass ich diese Dinger hier gebaut habe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da kommt doch schon wieder einer. Ah ne, der ist einfach nur... Moment. Der hat aber irgendwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen. Ist aber flott. Wo ist er? Ah, da. Alles klar. So, den würde ich gerne abfangen hier. Scheiße. Zu spät. Ah, das produziert doch wieder Heat. Das gefällt mir gar nicht. Scheiße. Ja, muss ich einen hinterher schicken. Bringt ja nichts. So, genau, die sind mittlerweile angekommen. Das heißt hier, das kann ich machen. Go. Was ist das denn hier? Das ist auch was Sinnvolles. 9 Arbeiter bräuchte ich dafür. Leck mir am Arsch. So, wie lange braucht das hier? Ach, das ist schnell gemacht. 5 Heat, 5 Notoriety. Ja, das ist auch blöd. Der hat ja gesagt, ich soll... Also diese Missionsbeschreibung war, ich soll genug Notoriety machen, verdienen und dann erst kann ich den finden. Ja, dann sag mir doch mal so ungefähr einen Wert. Ist 15, ist das okay oder muss ich... Mostly harmless. Okay, ich hoffe mal, dass das irgendwie ausreicht. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So, die schicken wir wieder zurück. Die auch, aber schicken wir dann
hier hin. Und nee, Moment. Also irgendwo in Afrika entlang des Nils, hat er gesagt. Machen wir mal Plotting. Wer weiß, wofür es gut ist. Was ist das hier? 4 Arbeiter für 5 Notoriety und 10 Heat. So, da kommt der zweite. Jetzt haben wir wieder 4000 Income, alles klar. Der zweite, der fünfte Guard kam da gerade. So, der war in Afrika unterwegs, in Nordafrika entlang des Nils, oder? Das habe ich doch so richtig im Kopf. Nigel Ewing, bla bla bla. Activities, African Continent, last seen cruising off down the Nile. Ne, irgendwo entlang des Nils. So, rennt hier wieder irgendjemand rum? Ne, ich glaube mittlerweile haben alle die Nachricht verstanden. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, 180.000 auf dem Konto, das ist auch sehr gut. Warum sitzt hier keiner am Tisch? Kann mir das mal jemand verraten? Was rennen die hier draußen rum? Was machen die da? Ich verstehe es nicht. Egal. Egal, komm. So, 16 von 17, 8 von 8, 6 von 5. Ah ja, da habe ich ein paar von verloren. Das ist gar nicht mal verkehrt. Dann nochmal auf die Weltkarte. Was ist das hier? Ah ja, der Techniker, die plotten gerade. Haben auch irgendwas gefunden, aber nicht das, was ich wollte. Naja, nee. Nee, das ist nicht wirklich praktisch. Entlang des Nils. Aber der läuft doch, der ist doch hier, der Nil, oder nicht? Der müsste doch hier sein. Na, vielleicht ist meine Notoriety noch nicht hoch genug. Ey, wey, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht plotte ich auch noch nicht lang genug. Ah, was haben wir denn? Zwei Techniker, dann schicken wir nochmal 3 hinterher. Und der gehört da auch nicht hin. Und gucken wir mal, ob wir die Notoriety nochmal hochkriegen irgendwie. Irgendwo muss es doch noch eine Mission geben. Hier, das hier zum Beispiel. Das macht sogar Sinn. Da braucht es 2 Arbeiter. Dann schicke ich mal 4. Oh. Der Kollege da, ja. Das passt schon. So, läuft. Läuft, läuft. So, da kann ich meine Notoriety erhöhen. Obwohl, wie viel bringt mir das überhaupt? Ach, weiß ich nicht. Scheiße. Das bringt mir auf jeden Fall neuen Raum, wenn ich das richtig sehe. Die Library. So, was bringt mir das hier eigentlich? Hier gibt es auch eine Mission. Send into space. Need at least a Modicum of Protection. Okay, also irgendwie kann ich wohl auch eine Raumstation später bauen, wenn ich das richtig sehe. Interessant. Was gab's denn hier noch? Das gab's noch. Hm, naja. Das gab's noch. Okay, da brauche ich irrsinnig viele Worker für. Was gibt's denn hier noch? Das. Hm, könnte man auch machen. Das habe ich schon gemacht, alles klar. Ja, ich fürchte, ich muss ein bisschen mehr plotten insgesamt. Oh shit, da sind sie schon wieder am Dingsen. Am Justice-Dingsen. Gut, dass ich die gesehen habe. Okay, ach, da kommen schon wieder 2. Aloho. So, wieder rausschicken hier. Was bist du denn? So ein Tourist hier. Ja. Ach man, nur Probleme hier. Intruder detected on Security Network.
So, aber im Grunde steht die Basis. Ja, im Moment sind ein bisschen viele Leute unterwegs. Auf der Scheiße, auf der World Map. So, die sind immer noch am Heiden, obwohl da gar keiner mehr ist. Dann macht er weiter Stealing. Und hier ist immer noch Justice present. Und hier, ja, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ah, da sind meine Arbeiter eingetroffen. Da kann ich ja das hier mal versuchen. Ich habe 4, 2 werden benötigt. So, sollte reichen. So, hier ist auch kein Justice mehr. Dann plotte ich mal weiter. Ist auch schade, dass ich hier nicht aufteilen kann. Ich würde gern die Techniker plotten lassen und die Soldaten stehlen, aber das geht irgendwie nicht. Na gut, 4.400 verdiene ich im Moment jede Minute. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, das Übliche halt. So, aber ja, mittlerweile sind auch nicht mehr so viele Leute hier unterwegs irgendwie. Schon ein bisschen ausgedünnt. Ich bräuchte noch mal mehr Minions. Aber ganz ehrlich, guck sich mal einer die Schrankreihen hier an. Eigentlich sollte man meinen, das reicht. So, ich weiß aber auch nicht genau, was dieser rote Balken hier bedeutet. Kann man das irgendwo sehen? Agents and Investigators are sent to Rick. The first type of enemy, bla bla. Forces of Justice, bla bla. Bodybags, Security Cameras, Trap Systems and Acts of Violence will all increase the agent's heat level. Okay. Heat. Hier, Heat. Agents have a heat indicator. See left. Ja, genau, mit dem Balken da. If this ring is blue, then the agent hasn't discovered anything. Alles klar. If the agent witnessed anything untoward... Untoward? Was ist das denn? Untoward then? Ach, bis dahin. Dann wird Heat generiert. Der blaue wird mit einem roten Segment ersetzt. Man kann bis zu 4 Segmente sammeln. Ah. Ja, okay, das heißt, sobald die einen Heat haben, dann erhöht sich der Global Heat, sobald sie die Insel verlassen. Allerdings, wenn ich sie umbringe, dann erhöht sich, soweit ich weiß, auch der Global Heat. Von daher habe ich da nichts gewonnen. Und solange die nur einen Ring haben, einen roten, also ein rotes Segment haben, sehe ich da kein Problem. Ja, das hier ist natürlich, braucht man 2, 4, 6, 8 Leute arbeiten allein in diesem Raum. Das ist ein bisschen viel. Oh Moment, ich gucke nochmal auf die Weltkarte. Ah, 5 da, 5 da. Okay, ich glaube, das hat keinen Sinn hier. So, ich schicke die mal dahin und die gehen wieder über zum Clown. Und die plotten hier bitte. Ne, 470 Sekunden, wie viel ist denn das? Egal, ist genug, ich glaube, das hat 300 Sekunden sind... Oh je. 5 Minuten, ja. Ah, okay, das ist satt und genug Zeit. So, was ist denn hier mit der Mission? Ist die bald mal vorbei? Braucht ja ewig. So, da wird geplottet, hier wird wieder geklaut, da war ja nichts zu plotten. Da könnte ich noch plotten, aber dann ist es auch schon wieder vorbei mit Afrika. Mehr Afrika gibt es einfach nicht. Was ist hier? Warum rennt er hier rum? Leute, ohne Witz.
Alter, der muss... Nein, der muss sterben.